Berliner, Krapfen, Pfannkuchen, wie nennen Sie denn das Schweizgebackene? In Franken werden sie liebevoll Krapfen genannt. Sie haben eine bis ins frühe Mittelalter zurückgehende Tradition. Die ersten Krapfen, ursprünglich auch Krapfen genannt, wurden zur Anfangszeit traditionell zu besonderen kirchlichen Festtagen gebacken. Der fränkische Krapfen wird im Inneren klassisch mit Hagebuttenmus bzw. Hiffenmark gefüllt und in Zucker gewendet. Obwohl man den Krapfen fast ganzjährig so gut wie in jedem Bäckereisortiment findet, hat er seine Hochsaison in der Faschingszeit. Das fränkische Gebäck soll zudem auf den Brauch zurückgehen, die verbleibenden Reste an Fett, Eiern und Mehl in den letzten Faschingstagen zu verbrauchen. Dies gilt als Vorbereitung auf die kommende Fastenzeit. Diese Tradition erklärt die hohe Beliebtheit des Krapfens während der Faschingszeit. Passend zum Anbruch des diesjährigen Faschingsfestes wollen auch wir uns an das Handwerk der Krapfenherstellung wagen. Ob uns das gelingt, erfahrt ihr im Anschluss. Für das Rezept der typisch fränkischen Krapfen benötigt ihr folgende Zutaten: 250 ml lauwarme Milch, 1 Würfel frische Hefe, 30 Gramm Zucker, 400 Gramm Mehl, 2 große Eier, 150 Gramm Hiffenmark, 1 Prise Salz, Puderzucker zum Bestreuen, Butter zum Ausbacken. Die Menge findet ihr in der Anleitung der Friteuse. Für unsere haben wir 1 Kilo gebraucht. Schritt 1. Butter schmelzen und die Hefe in lauwarmer Milch auflösen. Mehl, die geschmolzene Butter, Eier, Zucker und Salz in einer großen Schüssel vermengen und die Hefemilch langsam dazugeben. Den fertigen Teig zudecken und 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Anschließend den Teig in 2 Hälften teilen und 1 cm dick ausrollen. Schritt 2. Mit einem Glas auf einer Teighälfte leichte Kreise eindrücken, jedoch nicht ausstechen. Anschließend Hagebuttenmarmelade oder Marmelade eurer Wahl in die Mitte des Kreises geben. Die weitere Teighälfte darüber legen und mit dem Glas die Krapfen nun um die Marmelade herum ausstechen. Schritt 3. Den restlichen Teig erneut verkneten und den Vorgang aus Schritt 2 wiederholen, bis kein Teig mehr übrig ist. Die nun fertigen Krapfen nochmals 30 Minuten gehen lassen, bis sie um das Doppelte aufgegangen sind. Schritt 4. Butter erhitzen und die Krapfen von beiden Seiten in der Butter schwimmend ausbacken. Die Temperatur zum Erhitzen der Butter hängt jeweils von der Friteuse ab. Wir haben uns für 160 Grad entschieden. Krapfen herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Sobald sie abgekühlt sind, mit Puderzucker bestreuen oder glasieren. Und fertig sind eure selbstgemachten fränkischen Krapfen. Guten Appetit!